Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avorion. Wir sind gerade durch dieses Portal gekommen. Und hier ist quasi nix. Okay, ja. Auf Wiedersehen, das ist halt die Brutan-Story. Okay, wo möchte ich denn jetzt hin? Dann würde ich jetzt mal das Südosttor probieren. Südost. Dann nehmen wir das mal. So, die zwei erstmal aus. Ist momentan hier bevorzugt ein Mining-Schiff, was ich hier fliege. Weil mir gerade auffällt, ich habe ja immer noch nicht genug Strom. Block angleichen. So, jetzt müsste ich theoretisch genügend Strom haben, selbst wenn ich einen Sprung mache. Was ja gar nicht mal so verkehrt wäre. So. Und ab dadurch. Okay, hier mögen sie mich noch. Hast du Papier, liebe Papierfabrik, schwarzes Brett? Träge, nein. Das, die Reisfarm hat auch keine Aufträge. Das Solarkraftwerk M hat auch keine Aufträge für mich. Das Ressourcendepot auch keine. Die Siliziummine hat auch keine. Und die Pilzfarm hat auch keine. Und wirklich viel los ist hier auch nicht. Dann nehmen wir mal das Juhu oder Jubu Commonwealth, wo wir hinfliegen. Einfach geradeaus durch quasi also. Und wenn ich im nächsten Moment, was ist das denn? Ach so, ein Güterschiff. Ja, okay. Hier ist ein bisschen Eisen. Aber das war's auch. Wo ist jetzt das Tor? Ist das? Das ist das richtige. Gut. Dann jumpen wir da mal eine Runde durch. Oh cool, die haben das Aussehen der Dinger teilweise geändert. Cool. Eine neutrale Zone. Player Damage ist deaktiviert. Und da sind die Xotern aufgetaucht. Entsprechend müssen wir mal eben schnell hier in den Modus hüpfen. Machen wir nämlich eben einen kurzen Umbau. Dreifach Maschinengeschützturm. Und dann noch den hier in die Mitte. Und dann gucken wir mal eben, dass die jetzt auch mit auf der 1 landen. Q sagt, alles Roger in Kambodscha, 2 aus, 2 an, 1 an. So, und dann fliegen wir uns doch mal hier. Aber bevor wir damit weitermachen, Steuerung, Tastaturbelegung. Nächster Gegner ist er. Ja, dann haben wir doch da schon den nächsten Gegner. Kloppen wir uns mal wieder mit den Xotan.
Yay. Nähern wir uns hier langsam. Gucken wir mal, wann wir Damage machen. Ab 4,5 etwa. Kommt der aber noch nie an uns ran. Das ist interessant. Beziehungsweise der greift uns noch nicht an. Stellen wir keine Gefahr für ihn da oder was ist mit dem los? Hat er ein bisschen was verloren hier. Ja, das ist der nächste. Gut. Beballern wir die alle mal. Und gucken mal, wo hier ein bisschen was rauskommt noch. Komm. Geh endlich kaputt. Danke. Und dann nehmen wir noch den hier. Schön aufs Korn. Das gibt richtig Punkte bei den ganzen Fraktionen. Solange mir der Kacktyp da jetzt nicht irgendwo reinfliegt. Und dann haben wir noch da den Xotan, der auch noch von uns aufs Maul möchte. So, der ist auch kaputt. Ich habe einen Notruf erhalten, kümmere ich mich gleich drum. Jetzt möchte ich gerne erstmal hier die Sachen aufsammeln. Gegenschub. Die Sachen hier noch. Gas, 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 Gas. Da haben wir es. Okay, und jetzt ab auf die Karte. Da müssen wir hin. Einmal ins P-Menü. In die Systemübersicht. Wir brauchen das Bergbausystem gerade nicht. Dafür wäre aber der Hyperraumantrieb plus 1 ganz nice. Einmal auf die Map. Okay, dann springen wir erstmal hier hin. Das wäre dort. Theoretisch müsste ich jetzt mehr Energie produzieren, als mein Sprungantrieb verbrauchen kann. Richtig. Das heißt, ich kann schon mal die nächsten Koordinaten eingeben. Unbewaffnete Cooldown reduzieren. Muss ich jetzt gleich natürlich dann wieder austauschen. Das ist klar. Aber das ist ja nicht ganz so dramatisch, weil ich dafür etwas schneller unterwegs bin. Sobald ich da ankomme, muss ich halt nur auf die Map springen. So. Sprungroute ist berechnet. Ab jetzt könnte ich springen. Aber leider sagt die Zeit oben, bis aufgeladen ist. Es dauert noch einen Moment. Und bevor ich springe, werde ich ins P-Menü gehen und entsprechend den Cooldown wieder austauschen gegen Unbewaffnete und Jump. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall kämpfen müssen. So, nächster feindlicher ist der da unten. Hoffe ich, bleibt das auch so. Unsere Maximalgeschwindigkeit ist 526.
Der hat gut Schaden gefressen. So. Wir sind gerade eher so stationär veranlagt. Der ist gleich durch. So, der ist kaputt. Der nächste Gegner. Da. Ich gehe aber trotzdem mal hier ins P-Menü. Was haben wir gekriegt? Unbewaffnete plus 2. Das heißt, wir könnten wieder noch ein zusätzliches MG mit einbauen. Wenn wir das wollen. So. Ein Geschütz, eine Karte. Was bietet mir diese Karte? Schnelleres. Nein, ich wollte nicht aussteigen. Fuck. Das war jetzt natürlich doof. Ich wollte R drücken, damit ich weiß, dass das mein nächstes Ziel ist. Aber ich klicke mal den Rückwärtsgang sicherheitshalber ein, damit mir die hier anderen Gegner langsam keinen Schaden mehr machen. Ja, dann kann ich hier wieder stehen bleiben. P-Menü. Mal eben hier System wechseln. Das ist das Bewaffnete, Unbewaffnete. Baumenü. Vierfach Bolter. Schade. Habe ich das falsch im Kopf? Egal. Ich hatte irgendwie im Kopf, ich würde nee, ich habe ja nur zwei dran. Bolter könnte ich mir trotzdem anbauen anstelle von irgendeinem anderen MG. Jetzt muss ich nur einmal in den Baumodus wechseln, dann kommt mal hier dieses MG zum Beispiel weg. Dafür kommt der Bolter hier hin. Den muss ich aber noch eben konfigurieren auf die 3, nee, auf die 2 und das kommt auf die 3. Die 3 aus, die 2 an. Das Problem an dem Bolter ist nämlich, dass das überhitzt. Und wenn man das vorher abschaltet, dann kühlt das besser ab, als wenn man das nicht macht. Aber eigentlich ist scheiß drauf. Gerade Hard Damage. Während sich das Bolter wieder auflädt. Was hat der hier Tolles verloren? Das ist auch ein Geschütz. Der nächste wäre der da. Bolter. Nächste ist immer noch der? Nein. Der nächste ist der da. So, euch zerstöre ich noch. Keine Sorge. Nach und nach. Schön hinten auf die jawohl, die Antriebe zerstören. Das ist immer eine gute Idee. Oder halt andere tolle Sachen. Wo ist der nächste? Da. Ich glaube, ich mache erstmal kurz einen Abgang. Ich habe nämlich jetzt schon doch recht viel Schaden gekriegt.
Einmal den Baumodus reparieren. Geht nicht. Im P-Menü gucken. Q ist überall ausreichend vorhanden. Ich habe nur zwei Bergbaugeschütze, aber vier andere. Und wenn ich jetzt mal kurz hier ins Menü gehe, dann habe ich hier plus 1 und hier nochmal plus 1. Das heißt, mehr als 4 kann ich davon nicht. Das ist wieder in Reichweite. Ich mache den. Der Bolter gefällt mir nicht. Ich mag die Boltergeschütze an sich nicht. Ich hätte gerne bitte wieder das normale Maschinengeschützturm, den normalen Maschinengeschützturm hier. Der macht nämlich ein bisschen mehr Damage auf Dauer. So, aber so langsam wird es auch Zeit, dass ich mal hier ein bisschen was Besseres als Eisenwaffen kriege. So. Das ist wieder nur Hyperraum. Das Ding ist als nächstes dran zu sterben. So. Schön kräftig kaputt. Das ist als nächstes dran. Oh, das hat auch schon Schaden gekriegt. Dann habe ich das schon mal angeschossen. Ein bisschen Farbe. So, das ist auch kaputt. Was haben wir hier für ein Modul? Wo ist denn das nächste? Ach, da. Nochmal Geschütztürme. Unbewaffnete plus 1, bewaffnete plus 1. Ändert eigentlich nichts an unserer Situation, was die Bewaffnung angeht. Weil wir jetzt dadurch nicht mehr können, weil jetzt werden zwei von den drei Slots, die wir haben. Was haben wir denn hier Feines? Dreifach Maschinengeschützturm. Baumodus. Kommt der hier mal weg. Der hier da rein. Und da hinten glaubt einer, er könnte uns noch in die Karre pissen. Und zurück. Immer schön draufhalten. Komm, geh kaputt. Hast doch nichts mehr übrig. Ja, kaputt ist es. Gut. Dann hätten wir den Teil hier geschafft. Gucken wir doch mal hier im Baumenü. Eisenbergbau, Maschinen, Titanabwrack. Vielfachbolte, Doppeleisen, Doppeleisen, Schienenmaschinen, Doppelmaschinen, Maschinen, Maschinen, Geschütztürme, okay. Abgesehen von Maschinengeschütztürmen und Titanabwracklasern, nicht wirklich was. Ja, also nicht der Obershit rausgekommen. Und dann würde ich vorschlagen, fliegen wir jetzt noch zurück nach hier. Es dauert auch wieder zwar einen Moment, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Wo haben wir denn den Punkt da? Nächster Punkt hier. Strecke ich noch so ein bisschen hier die Folgen in die Länge. So, wenn wir aber jetzt über den Baumodus gehen und zum Beispiel, sagen wir mal, diesen hier entfernen, diesen hier und den dann für da
Achso, das ist kein Titanblock. Titanpanzerung. Blöcke umwandeln. Den hier und den hier. Das ist jetzt alles Titanpanzerung. So. Dann nehmen wir uns den hier. Den dahin. Eisenbergbau, Maschinengeschützturm. Ich habe hier hinten noch irgendwo noch. Ich nicht noch einen Dreier? Nein. Dann haben wir jetzt aber richtig Bums. Jetzt müssen wir die ganzen nur noch zuweisen, alles auf die 1. Und jetzt kann man hier richtig mit dem Maschinengewehr dann schießen. So, jetzt noch eben den letzten Punkt erreichen. Und dann war's das für die Folge erstmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne Kommentare, lasst ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Freunden, Familie, Bekannten. Und wenn es euch nicht gefallen hat, den Leuten, die ihr nicht mögt, um sie ein bisschen zu ärgern, wenn sie meine Videos gucken. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich nämlich, euch hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen irgendwann. Und entsprechend sage ich jetzt, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt die Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare, lasst ein Abo da. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Passt es raus. Tschö.